ho, ho! Oder sollte ich sagen, ho, ho, ho! Ja, wenn das euer Weihnachtsmann war, dann gibt's heute wahrscheinlich keine Geschenke. Aber keine Sorge, ich habe ein Geschenk für euch. Frohe Weihnachten, das ist für euch. Als Preis und Danke für die beste Community bekommt ihr diesen Pokal hier. Ja, gut, das war's dann auch wieder mit dem Pokal. Klasse. Ja, herzlich willkommen. Wir gucken uns jetzt mal ein paar lustige Memes an. Und extra heute sind auch ein paar weihnachtliche mit dabei. Ho, ho, ho. Der Bre bekommt gerade sein Geschenk, aber seine Katze macht mies Auge auf ihn. Ach du Scheiße. Der Arme hat sich doch nur gefreut über seine Playstation. Nicht mal das ist ihm gegönnt. Die Katze wollte selber die Playsie haben. Holy Scheiße, wieso hat sie das getan? Ich hoffe natürlich, ihr bekommt heute auch dicke, dicke Geschenke. Ich kann euch schon mal zeigen, was ich heute bekommen habe. Und zwar dieses Auto hier. Ja, aber das war's noch nicht. Das ist kein normales Auto. Wey, yo, wey, yo, wey, yo. Einfach einen Transformer bekommen. Damn, das sieht so goofy aus. Gar nicht cool eigentlich. Transformer von AliExpress geholt. Ja, kommt aber trotzdem hart, muss ich sagen. Stellt euch vor, ihr kommt zum ersten Date damit und verwandelt den Kollegen vor eurem Crush so auf cool. Ja, sie wird sich direkt verlieben, glaube ich. Und by the way, danke, dass ihr mich immer bei so coolen Memes markiert oder mir schickt. Mitten in der Nacht um 4 Uhr, jemand schickt mir was auf Insta und ich denke mir, oh, sch**, um 4 Uhr nachts, das muss doch jetzt was Wichtiges sein. Und dann sehe ich das. Löscht euch einfach wirklich. Komm, ey, was soll das denn? Das ist so unglaublich random, Mann. Wer kennt diese insgeheimen Battles an Weihnachten? Wer die schönste Beleuchtung am Haus hat oder den schönsten Weihnachtsbaum? Und egal, wie schön ihr geschmückt habt, der Bre hier hat das Ding ein bisschen zu ernst genommen. Okay, okay, was hat Lil Bro für ein Wohnzimmer? Wo will er den hinstellen? Seine Frau bestimmt richtig sauer dann. Die meinte doch, er soll einen normalen holen, der nicht zu groß ist. Für das Ding musste er Kredit aufnehmen. Nee, 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 ja, ja, geil, ne? Frohes Fest hier, ne? Und dann wird der zu Hause aufgestellt, wie auch immer das klappen soll. Wir gehen jetzt einfach mal von einem normalen Baum aus. Nur, dass das dann passiert. Super, ja, klasse. Vielen Dank. Als Vater wäre ich jetzt richtig mad. So richtig, richtig, richtig mad. Weihnachten fällt damit in die Tonne. Sch**, das Fest. Ja, und falls nicht das mit eurem Baum passieren sollte, dann save das hier. It's beginning to look a lot like... Ach ja, ein schöner Baum in der Ecke im Raum. Gott. Damn, Bro. Heute wird ein bisschen wärmer im Wohnzimmer. Ich hoffe, das ist kein Problem für die Gäste, oder? Der Baum steht dann einfach so verkohlt in der Ecke. Fröhliche Weihnachten. Stellt euch einfach mal vor, sowas passiert bei euch. Das ist echt gottlos, Mann. Es gibt zwei Arten von Katzenvideos. Das ist das erste. Oh, süß, süß. Und das ist das zweite. Oh, you kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantic. Bro, what the f***? Get your ass out of here. Was zum Teufel war das denn? Na, Bro, ich geh doch lieber mit Nummer 1. I'm feeling romantic. Das ist mir echt ein bisschen zu raus. Nein, danke. Dieser junge Mann ist am Flöte spielen in der U-Bahn-Station, um sich ein paar Groschen dazu zu verdienen. Doch irgendwas stimmt da nicht und das merken auch die anderen. Oha, oha, fast Prügelei. Aber der Pimp wurde auch zu Recht gebastet dafür, dass er einfach nur Musik abspielen lässt. Bah, wie ekelhaft ist er denn am Capme? Wie die Flöte ruhig weiterspielt, obwohl er schon am um sich kicken ist. Das ist wirklich gottlos von ihm. Mann, der hat bestimmt vorher schon gut Geld damit gemacht. Die armen Rentner, die sich dachten, oh, das ist schön, wie er spielt. Komm, da hauen wir mal einen Fünfer rein. Ja, so kann man auch sein Geld machen, ne? Und das war genauso ehrenlos wie der nächste Clip hier. Auf das Ende war ich echt nicht vorbereitet.
Oh Gott. Ich weiß ganz genau, wieso sie das träumt. Na, das ist wirklich bodenlos, Mann. Der arme Freund, der da im Bett liegt. Er weiß es noch nicht, aber ich sag es jetzt schon mal. F. F für diesen bald fallenden Mann. Oh Mann, der Arme denkt, es ist alles in Ordnung in der Beziehung. Wir sehen uns bald im Gym, Bro. Wie ich denke, ich sehe mysteriös aus in der Schule, während mein Rucksack offen ist. Ach du heilige Scheiße, sieht das peinlich aus. Er wollte cool rumlaufen in der Schule, aber zerstört alles. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die Weihnachtsfeiertage. Mit der Familie zusammenkommen, gut essen, alles dies, das. Und ich freue mich auch schon, wenn die heißen Diskussionen am Tisch losgehen werden. Das ist einer meiner Highlights jedes Jahr an Weihnachten. Wenn der Onkel von weiter weg nach 1-2 Bier mal so richtig redet und es anfängt alles zu eskalieren. Bei denen hier ist der Onkel noch ein bisschen verrückter drauf. The f***. Klassischer Heiligabend. Onkel holt seine Kreissäge und fängt an, die Stühle zu zersägen. Ich schwöre, sowas passiert nie im Jahr, außer an Weihnachten. Das ist wirklich geisteskrank, Mann. Nehmt dem Typen das Bier weg, der gefährdet die Menschheit. Ich sag's so, wie es ist, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Die Gottlosen, Mann. Lil Bro wird direkt so auseinandergenommen, schon am Flughafen. Das ist doch eine Begrüßung, wie man sie sich wünscht, oder nicht? Oder vielleicht ist es ja auch kein Prank und es ist wirklich ein echtes Casting. Wir werden es wohl niemals erfahren. Erklärt mal, wer den Unfall verursacht hat. Junge, was ist da passiert? Haben die Domino gespielt oder was? Es geht ja noch weiter. Wie ist das möglich? Original das, was passieren würde in meiner ersten Fahrstunde, wo der Fahrlehrer noch am Anfang sagt, mach dir keine Sorgen, Kleiner, hier kann nichts passieren, solange ich neben dir sitze. Ich würde wirklich gerne wissen, wer der Auslöser hierfür war und wie er sich gerade fühlt. Der Arme muss auf Knie gehen zur Versicherung und betteln, dass sie das bezahlen für ihn. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch allen, die Weihnachten feiern, ein frohes Fest und tolle Feiertage mit der Fam und dem Rest einfach so schöne Tage. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.